Diese Software enthält möglicherweise Produktplatzierungen und Werbung. Ja, der riecht schon mal Eigenwerbung an Nintendo. Läuft, perfekt. Und es geht direkt los, ohne wirklichen Titelbildschirm oder sonst was, wie aus dem ersten Teil, glaube ich sogar. Und ja, damit begrüße ich euch zur Splatoon 2 Splatfest World Premiere. Mal schauen, was uns so alles so erwartet. Wir können uns schon mal so mal so einen ersten Blick in das Game so reinforschen, also wie die Stadt aussieht und so ein bisschen erkunden. Und ja, mal schauen. Wir sind auf jeden Fall ein Junge und man sieht da, man hat auf jeden Fall vieles erneuert. Jetzt sehe ich es schon am Anfang. Mehr Animationen sind auf jeden Fall vorhanden. Boah, Hautfarbe. Kommt das nur so komisch vor, da das jetzt übelst scharf gestellt ist, so auf 1080p? Oder, No way ist es an der Stelle, aber ich habe das Gefühl, dass das Dunkelhäutige irgendwie noch schwarzer aussieht. Also wirklich no way ist es, aber es ist mir nur so aufgefallen. Deswegen, naja, gut, egal. Wir nehmen diese Hautfarbe von den Augen her. Ach, man hat sogar andere Augen. Beziehungsweise man kann auch andere Augenfarben auswählen. Ha, cool. Das hat das auf jeden Fall. Was nehmen wir denn? Ja, so. Ja, lassen wir es mal dabei. Und das mit der Frisur finde ich am geilsten auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Das ist das Übliche. Dann gibt es noch das. Dann noch so einen etwas glatte Fläche und dann sowas wie so eine Art Seidenscheitel. Aber ich nehme auf jeden Fall das, weil mir das persönlich sogar sehr gut gefällt und ja, ist nice. Und sogar noch die Beinbekleidung. Das ist auf jeden Fall auch neu. Und noch die Beinbekleidung. Ja, was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir mal das. Gefällt dir das so? Du kannst das alles später in den Optionen wieder ändern. Alles perfekt, alles gut. Lasst uns anfangen. Nintendo präsentiert. Der Hype ist real. Splatoon 2. Wie das so angeteasert ist, ne? Oh, das ist nice. Okay, das Tutorial sieht ein bisschen anders aus. Na, denkst du, das ist drauf? Bald kannst du zeigen, was... Aber nur zur Sicherheit. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wieder mit der Bewegungssteuerung. Aber im Grip kann ich es irgendwie nicht so, warum auch immer. Sieh auf den Ballon an, okay. Schau nach vorne, um die beste Übersicht. Alter, nicht so schnell! Drücke ZR, um zu schießen. Neige den Controller, um zu zielen. Ja, das fühlt sich wieder an, als hätte man so ein Video-Game-Bit in der Hand. Deswegen habe ich das bei der Testfire mit einzelnen Joy-Cons gemacht. Da finde ich sogar die Bewegungssteuerung okay, aber irgendwie im Grip oder mit Pro-Controller. Na, ein bisschen komisch. Aber ich merke schon, wie öfter ich irgendwie den Grip bewege, desto ungenau ist irgendwie die Neigung irgendwie, aber okay. Drücke ZR, um zu schießen. Ja, habe ich ja schon. Ja, okay, gut. Machen wir das. Aber zum Glück kann ich mich auch so hin bewegen. Kann ich auch so am Anfang irgendwie einstellen? Ne, geht nicht. Drücke ZR, um zu schießen. Okay, also immer noch. Okay. Bewege dich mit Hilfe von L. Ja, habe ich gerade eben herausgefunden. Vor einigen Millisekunden. Aber man merkt, die Qualität und so, das alles. Oh, das ist so cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und auf das offizielle Splatfest vor dem Release, ey. Oh, warte. Nächste Woche. Oh, das ist schön. Das ist wirklich schön. Aber ich werde dann so ein Suchtdesign, da werde ich dann hoffentlich, wenn ich es hinkriege, 3-4 Parts am Stück aufnehmen. Ich wollte es eigentlich dessen als Livestream machen, aber das wird dann doch nichts, weil mein Internet ist nicht so das Beste und ihr würdet nur Qualität bis zu 360p bekommen und das will ich verhindern. Deswegen belasse ich es bei meinen Aufnahmen. Drücke Y und setze die Kamera zurück, halte den Controller bequem und drücke Y. Okay. Ah, hier ist dann nochmal unten links nochmal erklärt. Tinte schießt ZL, bewegen L. Ach, ja, Tinte schießt ZR, bewegen L, Kamera zurücksetzen Y und R umsehen. Ja. Mal schauen, ob ich das so nochmal hinkriege, weil ich konnte im Grip, also mit der normalen Steuerung und so, also ohne Bewegungssteuerung, konnte ich irgendwie gar nichts. Warum auch immer. Ich konnte es einfach gar nicht. Aber mal schauen. Halte ZL gedrückt und werde zum Tintenfisch. Schwimme in der Tinte herum.
Ja, das ist auf jeden Fall perfekt. Oh, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird so cool. Der Hype ist real. Schwimme als Tintenfisch in der Tinte-Wende hinauf. Schwimme, füllt deine Tinte schneller auf. Auf jeden Fall. Ja, das sind halt nochmal die Grundlagen, aber die Steuerung ist eigentlich genauso wie auf der Wii U, nur dass es halt auf der Switch ist. Das ist halt nur ein bisschen anders von der Steuerung her. Ja, wobei, eigentlich ist die Steuerung fast gleich, nur dass hier Spring auf B gesetzt wurde und auf der Wii U war es glaube ich auf X oder Y gewesen. Jedenfalls sind wir hier wieder, wie im ersten Teil mit den Junior-Klecksern unterwegs. Aber das Tutorial-Level sieht sogar viel besser aus, das ist cool. Gefällt mir jetzt schon, das ist einfach nur richtig nice. Aber bei der glaube Testfire war das ein anderes Testlevel gewesen. Aber okay. Springen mit Hilfe von B, auch als Tintenfisch. Auf jeden Fall klar. Dass wir uns ja erstmal hier hoch erklimmen. Geht sonst nicht anders. Aber man merkt den krassen Unterschied zwischen dem ersten und zweiten Teil. So von der Grafik her. Es sieht einfach bombastisch geil aus. Ich freue mich auf jeden Fall richtig nice. Schlüpfe mit ZL als Tintenfisch durchs Gitter. Easy, kein Problem. Wir kommen ja nur mit Tintenfisch durchs Gitter. Färbe mit ZL Tinte in deine Farbe um. Du wirst sonst langsam. Ja, das ist auf jeden Fall sehr klar. Und übrigens, ist euch wahrscheinlich schon oben rechts auch schon längst aufgefallen, dass ich jetzt einen Facecam-Rahmen habe. Also ich habe den jetzt nicht selber gemacht. Einfach so für PNG über Google Bilder so gefunden. Also hat mir persönlich gefallen und ja, wenn ich dann halt mal mit OBS aufnehme und dann eventuell dann auch mit Facecam, dann werde ich offiziell jetzt persönlich auch diesen Rahmen benutzen. Hoffe, er gefällt euch auf jeden Fall. Und ja, aber es wird auf das auf jeden Fall mal Facecam geben. Also wie ich halt mal Lust habe, ne? Aber ich habe auf jeden Fall richtig Lust. Aber ich heutzutage irgendwie mit Facecam aufzunehmen ist sowieso besser, würde ich sagen, weil man kann so bestimmte Emotionen mit aufnehmen und dann muss so Rage, also die ganzen Emotionen und so alles drumherum und so, also ich finde das schon cool. Aber wir reden hier nicht so off topic, weil es soll ja nur um das Spiel gehen. Färbe die Wände um und Tintenfisch schwimmen hinauf. Okay, wenn man das Symbol als Wort benutzt, dann hört sich das ziemlich beschissen an. Wenn du mit B springst, bist du schneller oben. Ja, das ist klar, das habe ich schon mitbekommen. Nur noch ein kleines Stück zum Inkopolisplatz. Und da hat man es auf jeden Fall auch nochmal offiziell bestätigt. Das heißt auf jeden Fall Inkopolisplatz. Oder in der englischen Variante Inkopolis Square. So, dann wären wir soweit. Drücke ZL, um einen Supersprung auszuführen. Das machen wir. Let's go! Auch zum Inkopolisplatz. Splatfest World Premiere. So wird auf jeden Fall auch der Titelbild schon aussehen. Ah, oh, das ist wunderschön. Das ist. Ach. Lassen wir uns einfach anfangen. Let's go! Und es fängt direkt mit den neuen Squid Sisters an. Perla und Marina. Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis. Direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Los, Marina, immer her mit den guten Nachrichten. Hä? Also, was war denn nochmal die gute Neuigkeit? Nur das wichtigste Ereignis unserer Zivilisation. Du weißt schon, dass... Oh, warte, ich hab's. Das Splatfest. Bingo, bald ist wieder Splatfest-Zeit. Mir kribbelt's schon in den Tentakeln. Ich geh besser vorher noch einkaufen. Du gehst erst shoppen, wenn du unser Thema endlich verraten hast. Ich kann nicht. Ich bin viel zu nervös. Kannst du es nicht verkünden? Muss ich alles alleine machen? Na gut. Das Thema ist... Moment, was? Oh, jetzt sag doch. Du spannst uns doch nicht extra auf die Folter. Okay, ich hoffe, ihr sitzt alle. Denn jetzt kommt's. Uiuiuiui. Das Splatfest-Thema ist... Ja, Kuchen ist besser als Eis. Eis ist besser als Kuchen. Ich habe mich jetzt schon entschieden. Wetz das Besteck für das Duell Kuchen gegen Eis. Niam, Team Eis ist ganz klar am coolsten. Yay. Wie bitte?
Kuchen ist ja wohl viel besser als Eis. Kuchen ist nur Brot mit mehr Zucker, völlig überbewertet. Ach ja? Und da ist es nur gefrorene Milch. Ich mag die Perler nicht, Mann. Gott, ich war. Es ist so viel mehr als das. Als willst du so einen kleinen Beef anfangen, wahrscheinlich, ne? Okay. Gutes Eis zu machen ist eine Kunst. Eine Backmischung kann jeder kaufen. Es gibt Eiscreme-Kuchen, aber keine Kuchen-Eiscreme. Das sagt doch alles. Klar gibt's Kuchen-Eiscreme in diesen kleinen Bechern im Supermarkt. Meinetwegen, aber die sind total teuer. Genug geredet, entscheiden wir die Sache in der Arena. Trefft eure Wahl am Splatfest-Wahlstand. So, das war's dann noch wieder. Und denkt daran, ihr seid cool, wir sind Tentacool. Ah, das ist schön. Das gefällt mir jetzt schon. Das ist richtig nice. Das einzigste Problem, was ich jetzt haben könnte, dass ich die Facecam oben rechts hingepackt habe. Jetzt habe ich keine richtige Möglichkeit, das jetzt so kurz nach unten zu stellen, weil ich jetzt auf mein Bildschirm gewechselt habe und nicht das auf OBS, weil das da so leicht leckt. Na okay, dann mache ich hier an der Stelle einen kleinen Cut. Ich werde das kurz runterschieben und wir sehen uns gleich wieder. So, hoffe, es müsste jetzt okay sein. Auf jeden Fall viel besser. Aber hoffe, es ist jetzt nicht zu weit nach unten gesetzt, weil so weit nach unten wollte ich es jetzt eigentlich auch nicht. Aber damit ihr auf jeden Fall die obere rechte Ecke sieht und ja, man sieht auf jeden Fall da schon die Muscheln, weil halt vom Splatfest. Das ist ja immer so nach dem Dings. Oh, kann ich das jetzt schon bitte umstellen? Das ist irgendwie nervig. Ey. Ich kann mit dieser Bewegungssteuerung erstmal im Grip jetzt nicht spielen. Ich will mal im Grip normal versuchen. Kann ich das irgendwie... Option. Ah ja, TV- und Tischmodus ist klar. Handheld-Modus, nee, TV-Modus auf jeden Fall. Bewegungssteuerung aus. Empfindlichkeit, ja. Also meine normale Steuerung von Splatoon 1, ach, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die war entweder hier oder hier. Ich lasse es mal bei minus 1, ist eine Achse. Das kann alles so bleiben, wie es eigentlich normalerweise auch ist. Arenen. Halt auch erst in der Vollversion verfügbar, das ist schon klar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass es bei Splatoon 1 genauso sein wird wie jetzt hier bei Splatoon 2. Dass die maximale Levelanzahl bei 20 ist und dann halt durch ein Update halt nochmal Level steigen kann. Also halt auch nochmal mit bestimmter Punktzahl und so. Also wie es im ersten Teil halt war. Ja. Auf jeden Fall hat man jetzt hier, wenn man gleich... Weil normalerweise ist jetzt das Menü... Dass wir jetzt hier normal aufrufen können, wäre dies jetzt eigentlich beim ersten Teil auf dem Gamepad. Aber hier können wir halt auch direkt hier alles anschauen und so. Ey, das ist einfach cool. Es ist einfach cool. Gehen wir mal zur Info und bleiben wir mal bei der Karte. Wir haben zurzeit aber auch nur die Lobby jetzt verfügbar, warum auch immer. Dann haben wir noch Platz. Octo Canyon heißt das diesmal. Beim ersten Teil hieß es Octo District. Ja. Dann haben wir noch Inkate und Bär GmbH. Okay. Okay, Aquakaden. Hier im ersten Teil Buja Passer. Waffen, Korf, Kleidung und Schuhe. Diese Krabbe oder Spinnenkrabbe oder so, wie auch immer. Das sieht so weird aus. Das ist komisch. Aber okay. Können wir direkt drauf gehen. Ah, wir können direkt schon zu den Läden rein. Nice. Ist aber alles schon gesperrt, naja. Hallo, hallo! Gehe ich recht in der Annahme, dass das die einzige Waffe ist, die du besitzt? Ja. Wenn du es hier zu was bringen willst, musst du dein Arsenal aber noch etwas aufstocken. Normalerweise wärst du bei mir ja genau richtig, aber auf Stufe 1 bist du für meinen Geschmack etwas zu unerfahren. Du solltest schon mindestens Stufe 2 erreicht haben. Also, nimm doch an ein paar Standardkämpfen teil und komm dann wieder vorbei. Kann man das schon bei der Splatfest-Variante überhaupt schon machen? Weil eigentlich ist diese Testfeier eigentlich nur für das Splatfest gedacht. Ich werde mich erstmal anmelden gehen. Ist auf jeden Fall ganz safe, was ich schon wähle. Ich nehme auf jeden Fall Eis.
Liegt nicht daran wegen Marina, sondern... Okay, ein bisschen schon. Ja, ist cool und ja. Okay, hat man dann auch nur für kurze Zeit, weil... Ja, kommt drauf an, auf die Wärme im Sommer. Es passt auf jeden Fall und ja, perfekte Schlussfolgerung, ne? Egal, nehmen wir das. Es geht auf jeden Fall 4 Stunden. Ja, 4 Stunden. An dem einen und demselben Tag. Ich nehme es gerne und ja. Du bist einem Tier beigetreten. Hier ist dein Splatfest-Shirt. Das Shirt musst du leider nach dem Splatfest wieder abgeben. Das wird dein eigenes Stats hat und so, wohlgemerkt. Auf jeden Fall richtig nice. Normaler Eis-Fan. Ah, es ist auf jeden Fall wunderschön. Ja, wir schauen gleich nochmal nach. Aber ich will mal testen oder so, ob man da wie so halt normale Kämpfer so austragen kann. Kommt nur drauf an, ich weiß nicht. Mal schauen. Derzeit findet kein Splatfest statt. Okay, ja, gut. Okay. Also halt nur so für das Splatfest. Naja, wenigstens können wir ja hier uns schon mal umgucken. Auf jeden Fall habe ich hier gut gewählt. Alles wunderbar. Wir können hier nochmal nachschauen für den Spieler. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ja auch hier die ganzen Effekte. Ach Menno, schade, dass sie die Soundeffekte gleich geblieben haben. Man konnte hier so ein geiles Secret irgendwie machen. Das habe ich irgendwie selbst für mich herausgefunden. Ich habe Eponas Song bzw. Lied irgendwie hier doch diese Soundeffekte irgendwie nachgemacht. Und es hat sich gar nicht mal so scheiße angehört. Aber was hat das mit diesen Effektfragmenten zu tun? Kann man die dann irgendwoher dann bekommen oder so? Weil wahrscheinlich sind die dann für irgendwas da, dass man irgendwie einen Multiplikator für irgendein Anzeichen oder so bekommt, wahrscheinlich. Werden wir dann schon in der Vollversion rausfinden, ne? Und dann halt die Info, was man halt eventuell, beziehungsweise halt gerade tragen und so, was für eine Waffe und so, die ganzen Sets und alles drum und dran. Arenen, die halt eigentlich normalerweise da auch verfügbar sind, aber die kommen dann auf jeden Fall alle in der Vollversion dran. Okay, Option ist jetzt das übliche. Und da können wir halt immer direkt dorthin gehen. Aber ich laufe mal lieber dorthin. Ich glaube, das ist auch sehr schön. Das. Achso, das ist wie so eine Art Miiverse, aber ohne das Miiverse, nur mit Posten und das kommt halt irgendwo auf den Kobolis-Platz zufällig dran. An diesem Briefkasten kannst du Beiträge erstellen und in sozialen Netzwerken posten. Na, okay. Deine Beiträge werden möglicherweise von anderen Spielern gesehen, also poste bitte keine persönlichen Informationen oder unangemessenen Inhalte. Diese Beiträge können als Schilder oder Graffiti auf dem Inkopolisplatz erscheinen. Okay, nein, möchte ich jetzt nicht, aber trotzdem danke. Und es gibt einen kleinen Detailpunkt jetzt schon zu dieser Splatfest Testfire. Dass wir und die Amis das gleiche Splatfest haben, also Kuchen und Eis, und die Japaner, habe ich soweit mitbekommen, die haben das Splatfest, was es bei Splatoon 1 als das erste offizielle Splatfest war, also Rock versus Pop. Warum auch immer, ist okay, aber warum dann nochmal das erste Thema aus dem ersten Teil nehmen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber naja, gut. Japan halt. Ja, das haben wir noch so zu bieten. Hier sind auf jeden Fall noch viele, die noch irgendwas gepostet haben. Manche können auch wirklich echt gut zeichnen. Das ist Respekt. Und hier, wow, sieht aus, als könnte man hier Kleidung kaufen. Mann, mein Timer läuft ab. Ich hab's verstanden. Lieber vibrieren, als irgendwelche Töne irgendwie in der Aufnahme einfach so random zu hören. Okay, gut, ich hab's schon gecheckt. Ich will nur noch schnell durchgehen und dann, ja. Joe Q oder Joe, ja, Q, irgendwie, ja. Willkommen in meiner Boutique. Wie gern würde ich euch meiner treuesten Dienste erweisen. Jedoch mangelt es euch an Kühnheit für meine Waren. Ich muss auf meine Minimum von Stufe 4 bestehen und euch daher abweisen. Erhöht eure Stufe
in einigen Standardkämpfen und beehrt mich dann wieder. Wie so ein Sir, ey, so angesprochen. Okay. Und hier können wir auch direkt rein. Wahrscheinlich, ja. Hier bekommen wir Ausrüstung. Ja, klar. Das war her. Bisk. Okay, also heißt er bei uns auch Bisk. Sehr schön. Komm nur rein. Krakix steht dir offen. Sag mal, bist du neu in der Stadt? Nimmst mir nicht krumm. Aber das sieht man dir voll an. Ab Stufe 4 kommen wir erst ins Geschäft. Tut mir leid, aber ich muss auf meinen Ruf achten. Nur weil wir zu uncool sind. Aha. Wenn du dann bewiesen hast, dass du was drauf hast, kriegst du auch Schuhe von mir. Geh einfach in die Lobby und kämpf dich durch ein paar Standardkämpfe. Da soll das schon reichen. Ich halte die Stellung, bis du auf Stufe 4 bist. Und sieh mal zu, ob ich schicke Trainer für dich finde. Auf jeden Fall mehr in der Vollversion. Yay. In 2 Wochen. Das Gute daran ist, okay, an die Leute, die immer halt noch Ferien haben, also die immer noch zur Schule gehen, alles schön und gut. Aber an die Leute, die arbeiten müssen, wie ich zum Beispiel, habe ich meinen Urlaub perfekt geplant. Genau direkt zum Release von Splatoon 2 habe ich 2 Wochen Urlaub. Yay! Und das heißt, für mich und für euch, es werden häufig Splatoon 2 Parts kommen. Und ich werde es auf jeden Fall spalten. Online und offline. Also Story offline und online halt. Verschiedene Waffen, Kämpfe und so weiter. Ja, freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Mir wird das auf jeden Fall gefallen. Das ist ja auch nochmal irgendein... Achso, Hüte und jegliches beliebiges Accessoire. Das sieht aus wie eine Oma, habe ich so das Gefühl, ne? Das ist irgendwie... Keine Ahnung. Als wäre das eine Verwandte von Anemone. So ähnlich. Aber okay. Hat auch nochmal so einen Sidekick dabei. Celia. Celia. Okay. Oh, ich konnte deine Aura schon draußen spüren. Du bist so voller Enthusiasmus und Tatendrang. Aber für meine Waren fehlen dir noch die richtigen Schwingungen. Deine Energie wird dir helfen. Erspüre sie und lass dich von ihr auf Stufe 4 tragen. Doch erzwinge nichts. Lass dich nach oben treiben. Nun geh. Glaube an dein Potenzial. Einige Standardkämpfe werden dich in Einklang mit dir selbst bringen. So ist sie eben. Ja. Der Charakter sagt schon alles aus. Die sieht aus, als wäre die irgendwie ein bisschen zugedrückt, oder? Kann das sein? Hat so einen Anblick. Und hier wäre... Achso, ja, okay. Nee, gut, ja, okay. Habe ich jetzt nicht so groß gecheckt, alles klar. Ah, die ist laden. Aber irgendwie hat sich Arti doch so ein kleines bisschen verändert, oder so. So vom Design her. Es war immer noch dasselbe. Aber so vom Aussehen sieht dann ein kleines bisschen anders aus als im ersten Teil. Wo waren wir noch nicht? Lass das Menü öffnen. Eigentlich überall. Wir können ja nochmal so generell die Stadt besichtigen, weil... Ja, mach einfach. Ja, es ist kleiner geworden. Es ist kleiner geworden, auf jeden Fall. In Kurbelis war auf jeden Fall ein bisschen größer. Okay, deswegen heißt es ja auch im Englischen in Kurbelis Square, soll das so ein Viereck darstellen. Man hat auch keine Kameraperspektive, wo man so von oben schauen kann. Das ist ein bisschen doof. Aber irgendwie, es gefällt mir trotzdem. Es soll auch, beziehungsweise es hat irgendwie Ähnlichkeiten wie der Times Square. Lasst mich nicht lügen. New York? Irgendwie? Also wenn ich es falsch gesagt habe, dann Schande über mich! Ja. Sieht auf jeden Fall alles ganz fresh aus. Dann haben wir den Schwimmsen Snacks kaufen. Schwimmsen, Mahlzeit! Willkommen bei Schwimby Snacks! Schieb dir bei mir was hinter die Kiemen und du kriegst die Kraft in Kämpfen, mehr Geld und Erfahrung an Land zu ziehen. Alles, was du dafür brauchst, sind Coupons. Also, was darf sein? Ja, wir haben noch keine. Kommt drauf an, wie wir dann Coupons bekommen. Ja, Snacks, Getränke. Frittierte Gamba-Wahl. Waffeln. Gamba, hört sich an wie Gumba, so ein bisschen. Waffel, okay. 1,5 mal so viel Geld nach einem Kampf. Ja, das ist das, wo man so ein bisschen Boni bekommt. Aber wie bekommt man dann die Coupons?
Beim Salmon Run zufällig? Wäre möglich. Dann haben wir hier doppelt frittierte Gamba-Waffel. Zweimal so viel Geld nach einem Kampf. Und hier Schwimbi Sandwich. 1,5 mal so viel Erfahrung nach einem Kampf. Und hier Super Schwimbi Sandwich. Zweimal so viel Erfahrung nach einem Kampf. Wirkungsdauer 20? Was? 20? 20 Sekunden? Minuten? Runden? Getränke gibt's auch noch. Also hier von den verschiedenen Stats. Ja, genau, wahrscheinlich. Ich gehe einfach alle nach der Reihe durch. Hauptspar-Limo, Sekundärspar-Bärensaft, Muntermacher-Melonensaft, Sprinter-Tomatensaft, Blitzschwimmer-Apfelsaft, Spezial-Fix-Shake, Spezial-Bewahrer-Milch-Kaffee. Was sind das für Namen? Was? Spezial-Power-Smoothie. Die Betonung gut achten, manche sagen Smoothie, manche sagen einfach Smoothie irgendwie. Das TH wird bevorzugt. Bäh. Okay, hab's auch mal gecheckt. Comeback-Mocker. Okay, hört sich ganz fresh an. Sprungkraft-Orangensaft. Sekundär-Power-Wasser. Billig. Immunkraft-Traubensaft. Anti-Explodantien-Pirschsaft. What the fuck? Alter, mal, was sind das für Namen? Und Camo-Kakao. Okay, hau rein! Flosse genauso. Irgendwie so ähnlich, ja. Das sind Namen, ey. Ich kann es nur wieder oft wiederholen. Kann man das jetzt schon anzocken, zufällig? Nee, leider nicht. Nee, schade. Es ist so ein zweiter Teil von diesen... Eine Kopie von Guitar Hero. Aber es hat was. Wenigstens sieht es besser aus als beim ersten Teil. Zählt das auch als kleines Minispiel oder... Das gehört mit dazu. Da würde ich gerne das hier austesten, aber das hier ist ja beides dasselbe. Das gehört ja zu einem, quasi. Und das ist ja... Ah ne, wo wir noch nicht rein können. Den Inkade. Entweder kann man dann in private Kämpfen zocken oder dann den Summoner Run. Oder irgendwelchen beliebigen anderen Modi, so wie hier die Symbole da sind. Okay. Können wir auch in die Ferne schauen, zufällig? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich komme immer wieder auf den X-Knopf, Mann. Links Splatoon 1, weil da Springen drauf war. Da muss ich mich jetzt wieder neu dran gewöhnen, weil B springen. Okay. Okay, hat Mario Game eigentlich auch das B, aber Springen ist. Oder? Ich weiß es nicht. Es kann sein. Auf jeden Fall neu dran gewöhnen. B ist Springen. Okay. Okay, Y ist auf jeden Fall immer wieder neu zentrieren. Können wir darauf schon zugreifen? Nope. Okay, wir können auf jeden Fall in die Ferne schauen. Beziehungsweise halt etwas mehr in die Weite. Fahrtkreuz machen wir aber aus. Dann können wir mal ein bisschen jegliches Detail mal gut betrachten, ne? Ich find's richtig geil auf jeden Fall. Es ist nice. Es ist einfach nur richtig nice. Ja, gefällt mir. Gefällt auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist halt ein kleines bisschen kleiner. Das ist halt immer. Das sieht halt aus, als wäre das alles so zusammengequetscht. Wo das ist jetzt so der eine Kritikpunkt, den ich jetzt so erwähne. Aber soll trotzdem halt nicht heißen oder so, dass ich es Essen nicht gut finde. Also, ich finde es trotzdem sehr gut. Inkopolis Plus. In Englisch. Inkopolis Square. Ganz schön. Und ja, haben so viel gemacht. Weil wenn das sowieso nur fürs Splatfest ist, ich hätte gedacht, wäre vielleicht noch so zum Vorbereiten, vielleicht auch mal so ein paar Testkämpfe oder so vielleicht, aber dann doch nicht so. Ah nee, ich hätte das Video jetzt fast beendet, aber vielleicht mal mit dem Schiedsrichter reden. Miau, ich wittere einen absoluten Neuling. Ab in die Lobby mit dir. Ein paar Revierkämpfe kämpfen. Wenn du ein bisschen gespielt und deine Stufe erhöht hast, geh mal in den Waffenladen. Miau. Ja. Das müssen wir dann alles in der Vollversion machen. Jetzt haben wir quasi schon ein Spiel, beziehungsweise wo wir halt den Inkopolis-Platz halt sehen. Und ein Spiel, was bis jetzt so 5% abgeschlossen ist. Beziehungsweise, weil halt, oder 10%, je nachdem.
weil nur Splatfest und es ist erst nächste Woche. Es hat was von der Testfire. Aber es ist ja wie so eine Art Global Testfire, aber halt im Splatfest-Style, das nur einen Tag und dafür 4 Stunden lang. Und ja, hoffentlich kriege ich es gebacken, so 3-4 Parts so zu machen. Auf jeden Fall nicht an einem Tag dann nochmal alle hochzuladen, das nicht. Aber dann halt wahrscheinlich ohne Facecam, weil die Cam, die ich ja momentan habe, wenn es dann etwas heller ist, dann läuft momentan alles flüssig, zwar nur mit 30 FPS, aber hier von der Helligkeit her, jetzt hier, wie ich gerade eben die ganze Zeit meine Hand bewege, ist alles gut flüssig und so und ja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit eigentlich alles gut erkundet. Na, wobei, die eine Stelle interessiert mich doch schon so ein bisschen. Wo war das jetzt? Ach, hier. Hier kann man es nochmal gerne nochmal bestaunen. Ah, ich finde das irgendwie voll schön. Ich finde es einfach schön. Direkt schon mal gleich einen Screenshot machen, keine Ahnung. Ich glaube, Marianne wird so ein Charakter und Pearls. Beziehungsweise, ja, Pearl, Perla. Naja, ich will zwar jetzt nicht sagen, dass das so ein Hate-Charakter wird, aber sie hat so ein. Naja, es ist ein bisschen komisch. Sie wirkt wie so eine. Keine Ahnung, sie wirkt wie so eine kleine Honey-Bubu, nur ohne das Gewicht. Habe ich jetzt nicht rausgehauen, ne? Okay, das war richtig dämlich, aber. Vergesst es einfach. Vergesst es einfach. Ja. Aber das wird auf jeden Fall ein Favorit. Safe. Sowas von. Also wenn auf jeden Fall irgendwann davon Amiibos rauskommen, das wird das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich will nichts zum Ausschnitt sagen. Der ist eine Sache einzig. Aber generell. Marina ist schon ein richtiger, guter, designer Charakter. Und sie ist ein Octoling. Sie ist ein Octoling. Das ist so etwas Spezielles. Daraus lässt sich aus meiner eigenen Theorie einfach so sagen, wahrscheinlich verstehen sich Inklinge und Octolinge vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Ja, im Gegenteil, sogar vielleicht sogar auch sehr gut. Eventuell. Vielleicht ist es ja so ein kleiner, keine Ahnung, Teaser oder ähnliches. Vielleicht lassen sich dann irgendwann auch Octolinge spielen. Wer weiß? Das finden wir alles in der Vollversion raus. Ich glaube, das Video ist jetzt schon knapp über eine halbe Stunde lang. Ich wollte bei Minute 20 ungefähr aufhören. Oder 20,5, so vom laut Timer gestellt. Aber ich wollte unbedingt noch so mal ein bisschen drum rumgehen. Okay, nicht jetzt krass ins Detail, die sind auch nicht so krass. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche. Oder laufe nächste Woche des Wochenendes im Splatfest Kuchen gegen Eis wieder. Da würde ich sagen, bis zu einem weiteren Video und ciao Leute, macht's gut. Tschüss.